Hallo und herzlich willkommen zurück zu Worms. Heute mal zum Silvester-Special 31.12.2015 zusammen mit dem lieben Dokrati, der lieben Kitty City und der Nubia und dem Muhu. Hallöchen. Hallo. So, wer ist dran? Die. Ich glaube Kitty. Okay, Kitty ist dran. Und schießt natürlich direkt auf mich, das war ja so klar. Pinguin ist tot. Okay, wir fangen schon mal an. Der erste Buddy-Count zählt. Einer der Würmchen von dem Deep Dog ist bereits Vergangenheit. Auf die kleinen Ratten, die sich nicht wehren können. Ich finde das nicht richtig. So, Nubia ist dran. Mit Siegesmund. Nee, Siegmund. Cool, ich habe jetzt richtig schicke Helme auf. Wo kommen die denn her? Sie schießt wieder auf Dog. Das ist so klar. Der Kampfhamster da unten. Verdammt. Selber schuld. Was schießt du auch auf den Weg? Da hat sie eben ihren eigenen gesprengt. Verdammt. First Blood. Nee, nicht ganz. So, jetzt bin ich dran. Und wir sprengen die liebe Erika in die Luft. So. Gib's ihr. Ich bezweifle, dass ich das überleben werde, aber ist mir egal. Wobei, doch, wir machen das so. Nee, ich geb's. Ups. Das wollte ich gar nicht. Ich hatte mich verdrückt. Autsch. Da habe ich mich verklickt. Ja, ja. Verklickt nennt man das dann. Und Kitty ist dran. Hallo. Nee, du. Was? Doc ist dran. Ich sagen, ich bin dran. Mit dem Kampfhamster. Richtig. Ja, für diejenigen, die sich mit Worms nicht auskennen, 4 Würmer pro Team. Mit einem riesengroßen Waffenarsenal werden sich gegenseitig natürlich an die Würmerhaut gehen. Und wir spielen hier gerade Worms Reloaded. Ich möchte erst behaupten, das Einzige, was sich zwischen den Worms-Versionen jemals geändert hat, war das grafische Aussehen. Der Rest ist einfach schlichtweg gleich geblieben. Ja. Es gab sogar eins in 3D. Oh, Kitty City hat sich da unten verbunkert. Ja. Und wird wahrscheinlich jetzt noch keinen Napalm. Au. Oh, Ach, hey, die Mine. Sie hat sich auch verdrückt. Das ist mir auch schon passiert. Aber hat sich selbst eben 90 Schadenspunkte gemacht. Wow. Au. Und der oben, dem Wurm auch. Gut, was, Nubia ist dran. Das ist fest hier? Och, ja. Mann. Das ist alles fest. Wir sind hier in Worms. Oh. Nur eine Lösung für die nennt sich Schneidbrenner. Das große Problem an Worms ist, dass Enter springen ist und Leertaste ist abdrücken. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Was hast du denn da gemacht? Verdammt, wieso bin ich explodiert? Was soll das denn? Da hast du das Fass, auf dem du standest, mit in die Luft gejagt. Und das hat dich weggeschleudert. Ich hab da überhaupt nicht drauf gezielt. Das ist alles geschoben hier. Ja, und Kitty ist das eben auch passiert. Sie wollte halt mit der Leertaste springen. Und naja, ihr habt gesehen, was passiert ist. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass keine Ratte vorher im Serverraum rumgeknabbert hat. Jetzt habe ich ja hier freie Auswahl, ne? So, das war Tack. Leb wohl! Yes, the captain has called the declaration. Ich glaube, du kannst doch mal schießen, oder? Ja. Aber ich habe nicht viel Schaden gemacht. Wow. So, wir machen 2 oder 3 Runden. Mal sehen, wie lange die dauern. Und dann geben wir uns gegenseitig hier nochmal richtig eins auf die Würmchen. Was habe ich denn jetzt so an Zeug zur Auswahl? Okay, das habe ich noch nicht. Wind ist auch nicht gut. Och nö. Ja, Wind und links muss man drauf achten. Der beeinträchtigt die Flugbahn mancher Waffen. Ja, und der geht halt genau in die falsche Richtung. Ja, weg von allen anderen Würmchen. Du kannst dich aber wegporten. Kannst du doch nicht einmal Napalm reinfliegen lassen? Napalm steht erst in 3 Runden zur Verfügung. Oh Mann. Das ist aber jetzt blöd. Ja. Vorsicht, die Palme, da kommst du nicht durch, ne? Yes, oh, oh. Ja, ja, ja. Ich werde mal ausprobieren, was das hier macht. Na, du portest dich nur. Oh. Oh. Kommt eine Bombe von oben. Aber daneben. Ja. Ich hätte vielleicht besser zielen sollen, das gebe ich zu. Aber es war interessant zu wissen, was das ist. Ja, die Bombe hier, das ist eine Bunkerbombe. Die geht erst nach einer Weile in die Luft. Oh, ich darf auch wieder. Munition und sie landet in meiner Nähe. Mhm. Musst du aufpassen, dass du nicht ersaufst.
habt ihr schon genug vorgemacht, das kann ich auch ohne. Und Kitty müsste nur noch den. Ja, Tinker. Zwei Stück. Dementsprechend oft sind diese Würmer dann aber leider auch dran. Mhm. Oh, jetzt kommt's. Lauf um dein Leben! Au, mitten auf Kirk. Doesn't look like he appreciates that outswinger. Gut, dass wir Helme tragen. So viel retten. Aber ein Pille kommt da unten eh keine Sau ran. Das steht gut. Hallo. Surprise. So. Hey, lass meinen Wurm in Ruhe. Das sind genug andere, die du bekämpfen kannst. Nein, das ist keine gute Idee. Tschüss, Kampfhamster. Und wie der Wurm im Hintergrund schreit. Oh, ertrunken ist er auch noch. Wie gemein. Oh, mein armer Wurm. Gemein? Eine Frechheit ist das. Eine Frechheit sondergleichen. So. Was machen wir denn da? Moment. Wir haben hier... Oh. Moment. Kann ich da irgendwas Sinnvolles mitmachen? Ja, kann ich. Cool. Das war übel. Die Tinker habe ich auch noch erwischt. Du hast die. Dein damit selbst mit weg. Macht nichts. Der hat sein Leben geopfert für eine größere Sache. Das war ein ganz schön heftiger Schlag. Das war's allerdings. Ich glaube, damit dürfte Kitty raus sein aus dem Rennen. Ja. Macht nichts. Kitty ist gleich wieder da. Mit dem nächsten Spiel. Da wird sie sich rächen. Ich kenne sie. Oh. Tja, das hätte ich mir anders gedacht. Oh, hört sich gut an. Es war nur ein O, kein U, verdammt. Ich habe mich also nicht selbst in die Luft gesprengt. Ja, da sind schon viele Sachen schiefgelaufen. So, Sigmund ist dran. Und Sigmund könnte Motility gefährlich werden. Oder auch Spock. Sigmund hört sich erstmal eine Kiste. Verdammt. Großartig. Gut, vielleicht wird er auch kein mehr gefährlich. Das war dann für den Sigmund ein freudscher Fehltritt. Großartig. So, okay. Was macht er jetzt hier? PG. Moment. Lass den in Ruhe. So, da bin ich. Ja, hi. Pille will nur helfen. Ihr seht schon, mit vier Spielern ist es hier ein ganz schönes Gemetzel. Wow, da war irgendwo ein Fußball, den ich nicht gesehen habe. Gut, Doc. Wow. Viel ist nicht mehr übrig vom lieben Doc. Wenn man sich anguckt, wie da oben die Lebensunterteilung ist, eindeutig klar, im nächsten Partie müssen wir uns mehr gegen Move verbünden und den zuerst in die Luft jagen. Das war pures Glück, dass ich so lange überlebt habe. Ja, das sagen sie ja dann alle am Ende. Jetzt kommt der Baseballschläger des Todes. Die Frage ist, treffe ich den überhaupt, wenn ich komme nicht tiefer? Dann wohl nicht. Ja, du schaffst das schon. Vielleicht musst du dich vor ihn stellen. Ja, aber ich will ihn ja ins Wasser kicken. Dran, na, recht nah dran stehen sollte okay sein. Los, trau dich. Hey. Da war Pille Geschichte. Ein eindeutig erfolgreicher Teleportversuch von Pille, der ihn dann in eine astreine Position gebracht hat. Das stimmt. Goodness gracious. So, tschüss, Doc. Wow. Ist das nicht richtig, ja? Oh, dear. Ich schon. Verdammt. So, Nubia. Du Schuft. Du hattest halt auch wieder die besten Positionen, ne? Naja, klar. Immer.
Schiebung. Eindeutig Schiebung. Yes, sir. Oh, jetzt kommt der Granatenplatz. Oh mein Gott, ich kann echt nicht mit Granaten. Und Mutality ist der lachende Gewinner. That concludes the innings victory. Ich möchte an der Stelle noch einmal auf die Schiebung, die dabei stattgefunden hat, hinweisen. Ja. Eindeutig. Kirk war der Wurm der Würmer. Sigi Jung hat den Lemming-Preis erhalten. Piaget gewinnt den Kakerlaken-Preis fürs Überleben. Piaget hat sich nur unter der Bettdecke versteckt. Team Kitty City Tigris war am genauesten. Team Mutality hat uns gut unterhalten und Team Nubia war am langweiligsten. Dankeschön. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir zurück mit Runde 2. Team Nubia, Team Kitty City, Team Doc und Team Mu gegeneinander. Und Nubia ist dran. Schauen wir mal. Okay, sie legt früh los. Ah! Mit einer Bombe. Kitty jetzt gerade so überlebt? Ach nee, das war ich. Wieso bin ich jetzt blau? Ach, Kitty ist jetzt gelb. Ich habe vergessen einzustellen. Okay, ich bin jetzt blau, Kitty ist jetzt gelb. Hast du jetzt viel am Eierlikör genippt? Ja, ja. Heute darf ich. Heute ist Silvester. Aber doch erst um Mitternacht. Hm. Du hast dein Video zu früh veröffentlicht, du Schuft. Okay, jetzt muss ich ein bisschen umdenken, weil ich war noch nie blau. Ja, ja, das behaupten sie alle. Und hintertauchen für komische Bilder. Aua, armer Spock. Ich sehe schon, die verbünden sich gerade gegen mich. Nein. Na, wartet. Das würde doch nie passieren. Nimm das. Au. Oh, mit dem Fässer. Oh, nein. Ich glaub, die ist hin. Radwurm. Und tschüss. First Blood. Geht an Move. That's not the first catch he's dropped today. Böse, schreibt er. Ja, das war böse. Das gebe ich zu. Hello. Auf der Minenkiste. Super Idee. Ach, Pille, wo wird die sich schon irgendwie holen? So, Doc mit einem sinnvollen Granateneinsatz. Oh, fast abgeprallt. Fast getroffen. Hätte ich damit da oben getroffen, wäre das ein heilloser Spaß gewesen. Aber oh ja. Hätte das Tick höher ziehen müssen. Glück gehabt. Team Modell, leider gab es hier noch keine Bananenbombe. Ich musste mit der Clusterbombe vorliegen nehmen. Ja. Das wird doch wieder nix. Wie gesagt, wir tragen Dynamit, Helme. Das funktioniert sicherer. Ja, Dynamit würde den wegjagen. Brauchst du nur Leertaste drücken. Tschüss, Bock. War schön, dich gekannt zu haben. Hey. Der schreit noch. So, Kitty ist dran. Diesmal in Gelb. Und will auf Mu schießen. Und womit? Mit Recht. Nein, mit einer Bazooka. Ich hoffe, die Mine liegt da nicht im Weg. Werden wir gleich sehen. Einfach probieren. Was machst du denn jetzt? Planänderung? Na, Vorsicht, Mine. Sollen wir Trommelwirbel machen? Oh, oh. Tschüss, Doc. Jetzt alles erwischt. Frechheit. Ich wollte die noch behalten. Okay, das war... Wer war das eigentlich? Ich hab keine Ahnung, was rot ist. Ja, mein Wurm, den ihr da weggeschossen habt. So, Kirk ist dran. Kirk steht hier sehr ungünstig. Drück mal bitte doppelt auf Enter. Nein. Kirk hätte doch eigentlich runterfallen sollen vorhin. Ja. Ich wiederhole auch mal Doppel-Enter. Kitty, du bist eben in eine Mine getreten. Und als die hochgegangen ist, die Minen gehen hoch, wenn du dich auch nur ansatzweise dran bewegst. Wo kann man hier eigentlich schreiben? Oh nein! Entweder am Steam oder... Ups, jetzt hat Erika getroffen. Ich wollte doch die Beine da unten treffen.
Oh. Doch, die hat gepiept. Die hat so rot geleuchtet, vor allem. Mhm. Hallo. So, yes, was haben wir denn da an... Ah, ihr knuddelt beide miteinander hier. Doc und Nubia. Verdammt, das war nicht Enter. Scheiße. Nein! Ich wollte tatsächlich erst noch in Sicherheit springen, bevor ich das mache. Erika hat's auch raushauen jetzt. Oh. Ja. Oh, Erika ist tot. Das war's dann mit dem zweiten Würmchen. Ups. Und ihr kriegt jetzt, glaube ich, auch nochmal Schaden? Nein. Sag Glück gehabt. Wie? Das gibt keinen Schaden mehr, wenn neben einem Wurm sich in die Luft jagt. Sie haben Worms kaputt gemacht. Ey, hörst du wohl auf, mich so anzuspringen? Frechheit hier. Ich würde ja die Schrotflinte nehmen. Ja, ich habe überlegt, die oder den Baseballschläger, der macht auch 30. Aber der ist kostbar, wenn Leute am Rand stehen. Das ist jetzt eine richtige Gnade. Hinrichtung. Tschüss, ja. Kampfhamster. Ist das ein Stock mit Helm? Mhm. So, aber noch hat keiner meinen Kirk da hinten hingerichtet. Hallo? Das kommt schon noch. So, Kitty ist dran. Mit Tinker. Tinker ist übrigens ihre echte Katze. So. Weil jetzt Napalm hätte. Oh! Na? Verstanden! Komm, komm, Kirk muss leiden. Wo kommt's? Oh, hat sich umentschieden? Nein, da noch nicht. Okay. Luftangriff auf Kirk. Tschüss, ja. Kirk. Weg ist er! Elender Dreckswurm. Nachschub ist eingetroffen! Deine Runde. Mein armer Kirk. Jetzt habe ich auch noch zwei Würmchen. Und womit? Mit rechts. Kitty hat noch zwei. Alle anderen dürften noch drei haben. Yes, the captain is called the decoration. Das lässt sich. Ja, Nubia hat noch vier. Komm, hol dir die Kiste. Ich bin noch überlegen, was ich mache. Okay. Moment. Kann ich hier irgendwie. Ja, könnte ich. Moment, wir testen's. Moment, das wird nicht so ganz gut gehen. Probier's mal. Ey, mit dem Roten. Was ist mit dem Roten? Der ist vollkommen harmlos. Ignorier den Roten einfach, ja? Den Roten habe ich ja mit beschädigt, den anderen. Oh, da ist der Rote. Rot ist komplett harmlos. Einfach ignorieren, die tun einem nichts. Die sind das ganz war ein Home Run. Hallo, yes, sir. So, Großstadtbomber. Zeig mal, was du drauf hast. Hol dir die Kiste. Nö. Ey. Na, ich glaube nicht, dass es was wird. Der steht da unten ziemlich eingebuggert. Aber ich habe ja da noch einen. Oh, doch, hat's erwischt. Ja. 100% pures Können. So, keine Ahnung, wo die Kiste jetzt runterkommt. Ich sehe sie nicht. Ah, da. Rechts. Da. Bei Piget. Okay. So, Nubia ist dran. Nubia hat immer noch... Drei Würmchen? Ja. Jetzt fangen die Luftangriffe an. Man sollte nicht aufeinander stehen. Und du mal weißt, ich stehe nicht in der Mitte, deswegen sie den Boden lieben raufhalten kann. Au. Ah, hätte mehr sein können. Ihr beschmeißt Mu gerade mit Grabsteinen. Ich kann mir Schmerzhafteres vorstellen, aber auch Angenehmeres. Hallo? So, Kitty ist dran. Und Kack steht hier unten gerade ziemlich gut, kann aber auch nicht sehr viel machen, außer Luftangriffe anfordern. Was ja auch reicht, um die rechte Hälfte der Map einfach unter Feuer zu nehmen. Ich glaube, sie hat noch einen Napalm-Angriff. Oh, ja. Oh. Das wird knallen. Verstanden! Immer auf Pille. So, was macht sie? Die Zeit verstreichen lassen. Ist doch
doch diese Bomber-Bomben-Ding, oder? Genau. Oh nein, doch nicht. Oh, mutig. Au, da war wohl ein Pixel im Weg. Mutig. Ja, das ist immer ein bisschen gefährlich, weil der Wurm schießt irgendwie immer ein bisschen seltsam. Das ist mir auch schon ein paar hundert Mal passiert. Vor allem bleibt er an jedem kleinen Pixel hängen. Ja. Das war auch nicht so ihre Intention, dass sie sich da gerade selbst in die Luft jagt. Sicher? Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn sie jemanden umbringen will, dann will sie es auch. Und wir haben eine Mine gefunden. Okay. Oh, was habt ihr denn da? Ich hab mal Lust auf was Gemeines. Nein. Oh, der war gut geworfen, oder? Das war nicht nett. Ich hab beide in die Luft gejagt damit. Das war eine effektive Granate. Leider ja. So. Was sammeln sich denn die Kisten da hinten? Da ist keiner mehr. Okay, Pille ist jetzt in größter Gefahr. Ja, irgendwie schon. Ich hoffe, Fiesel nutzt das aus. Jetzt hat er sich festgefahren. Doch nicht. Da kommst du nie hoch. Das ist eine interessante Frage, warum das nicht geht. Au, verdammt! Oh nein! Ein Schadenspunkt, Runde vorbei, wie ich das. Ich hatte noch so einen guten Plan. Tja, Fiesel hat sich mit dem Stückchen weiter hochgemusst. Rausgenommen. Surprise! Okay, Nubia mit Sigmund. Und da kommt der nächste Luftschlag wieder auf Mu. Ich weiß noch nicht. Weil Großstadtbomber, guck mal. Die rechte Hälfte, da sind nur Würmer, die da voll drauf stehen, wenn du mit Luftschlägen auf sie losgehst. Der Großstadtbomber hat nämlich da ganz viele Sachen, die explodieren könnten. Uncool. Au. Oh, er fliegt weit. Fliegt direkt zu Mu. Kitty hat's auch noch erwischt. Kitty hat auch die Mine vor die Nase gelegt. Das war gemein. Kitty hat's aber überlebt. Mein Großstadtbomber auch, Mu. Ja, aber der hat noch eine 35 HP und steht jetzt vor einem wütenden Mu. Das sind 34 mehr, als ich brauche, um dich immer noch aufzumischen. Wir werden sehen. So, Kitty hat jetzt und wie du das sehen den letzten wirst. Wurm. 8 HP hat sie nur noch. Und jetzt geht's ab. Da kommt Starpalm. Und sie leicht hat den verfehlt. Wind nicht richtig berücksichtigt. Oh, sich selbst, nein! Sie hat sich selbst da noch. Ja, da ist auch gut reingefallen in ihr Loch da. Ja, da fällt ja auch Feuer von oben immer noch runter. 5 HP hat sie nur noch. Wenn ich das gewusst hätte. Okay. Ja, Kitty spielt heute das erste Mal, deswegen. Da geht ja, viel Kitty schief. Immer auf diese Windanzeige unten links achten, die muss man bedenken, wenn man da Leute mit Napalm in Flammen setzen will. So. Aber Kitty will ich auch gerade derzeit überhaupt nicht umbringen. Ich will Sigmund. Was? Wieso denn jetzt Sigmund? Ja, so. Da steht doch Fiesel genau vor dir. Aber Fiesel ist total harmlos. Ja, Fiesel ist harmlos, der kann mir nichts. Ja, aber das ist selbst Mist. Die ganze Zeit wehtut. Falsche Richtung. Well executed hook. Looks like a four. Und noch mehr Feuer runter zu Tuck. Gut, Kitty hatte gerade eben das erste Mal Napalm ausprobiert. Da habe ich mich das erste Mal auch total daneben verschätzt. Aber gut, Großstadtbomber ist dran. Steht vor Mu. So. Einfach nur, weil es geht. Au. Ouch. Ja, wollte nicht schon immer mal jemand mit Dragon Ball ins Gesicht werfen? Mu wird sich freuen, sich zu revanchieren. Komm nur her, ich kann deinen Drachenball schon auffangen. Hallo, yes, sir. Jetzt kommt der nächste Luftangriff. Ja, ist das Napalm? Napalm, das wird ziemlich sicher Napalm. Nein, doch, richtiger Luftangriff. Wow. Nein, nee. Napalm. Au, 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 wir werden da gerade gebraten zusammen. Süß, aber hat leider nicht so viel gebracht. Würmchen zusammenschweißen, ja, ja. Fiesel und Pille in einer sehr eng umschlungenen Animation da. Okay. Der Case da oben, guck mal, wie der glotzt. Der hat noch 100 HP. Bitte kommen, großer Vogel!
So, 5 HP hat unsere Kitty noch. Ich würde empfehlen, diesmal nichts zu nehmen, was man abschießen muss, sondern etwas, was vor allem nichts, was zurückkommen kann, weil die Bombe da kann auch zurückkommen. Genau, oh, das. Aber das Feuer Glück gehabt. Brennt genau rein. Oh Gott, oh mein Gott. Oh, das war knapp. Der Schub ist eingetroffen. Kitty ist heute echt suizidal. Ja, veranlagt. Also im Sinne der Spannung bekommt sie das sehr gut hin. Ja, okay. So. 32 HP noch. Was machen wir da? Hm. Na, traust du dich den Dragon Ball? Oh, jetzt bist du auch mutig. Ja. Ich bin noch überlegen. Moment, wir machen's. Glaube ich mal. In Ländern nennt man das dumm. Nee, wir machen es mal relativ sicher. Mit Maschinengewehr. Sehr schön. Total unangemessen. Das war knapp. Oh, schade. Hättest dich ruhig mit ersaufen können dabei. Nix. Ah, guck mal, der Case, wie der da oben glotzt. Der hat immer noch 100 HP. Ja, der freut sich über seine Aussicht oder so. Wir sind ja alle in Kleinkriege irgendwie verwickelt. Der Case guckt da oben zu. Du machst es auch spannend. Ja. Machen wir die lustigen Dinge. Warum nicht? Oha. Was ist denn jetzt? Au! Mit dem Presslufthammer in meinen Hirn. Das ist unschön. Mhm. So, jetzt seid ihr alle irgendwie ein bisschen verbarrikadiert da. Ja. Das war der Plan. Außer? Das Dynamit, das du da jetzt runterwerfen willst? So, jetzt sehe ich leider auch nicht mehr, was Kitty schreibt, weil ich mein Skype nicht mehr aktualisiert. Sehr schade. Oh. Müsstest mal im Steam weiterschreiben. Ja, ich versuche. Oder versuche ich das? Oder eine Mine? Trau dich! Ja, Mut das hier Lücke. Ist wahrscheinlich das Mutigste überhaupt, weil dann kriegst du den Mu auch raus. Aber der Case, ne? Das Mutigste. Au. Abgesoffen. Ach komm, hallo? Der braucht nicht noch mehr HP. So, Kitty ist dran. Kitty hat so ein kleines Weltuntergangsszenario da in ihrer Höhle. So ein bisschen, wa? Sie sieht auch nicht viel von der Außenwelt. Verstanden! Jetzt portet sie sich weg. Ja, zu den Kisten. Aber Vorsicht, da liegt noch eine Mine. Nicht runterfallen. Tack mit seinen 2 HP. Oh, Doc, das wird jetzt wehtun. Hä, du könntest mich am Leben lassen, damit ich noch Zeit habe, wiederum anderen in deinem Namen weh zu tun. Nein. Nur so als Vorschlag. Wir werden jetzt zusammen sterben. Verdammt. Und wir sind beide ertränkt. Wow. Super. Immer diese Suizidkugel. Das war was Persönliches, Doc. Wie du mir, so ich dir. Mir fällt gerade auf, ich habe kein Würmchen mehr. Ich habe ja extra vorher aufgehört, damit wir nicht ertrinken. Aber du musst ja mal wieder übertreiben. Nubia gegen Kitty. Nubia hat halt noch 3 Würmer. Die haben wir irgendwie völlig ignoriert. Ich hätte dir gesagt, du hättest uns da beide unten am Leben lassen können, da hätten wir da sicher gestanden. Hättest du mir keinen Presslufthammer ins Auge gedrückt. Ich habe das nur gemacht, damit wir weiter unten stehen, damit wir sicherer sind. Und Tuck ist wieder in seinem Loch. Yeah. Passt. Gut, das war's. Nubia hat die Runde 2 gewonnen. Und ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute, oder? Victory! Ja. Dann. Wir sollten vielleicht noch gucken, was es an Rewards gab. Genau, Motility war der Wurm der Würmer. Motility hat den besten Schuss abgefeuert. Ich wüsste nicht welchen. Nee. Bestimmt der Presslufthammer zum Schluss. Dann Case gewinnt den Kakerlakenpreis fürs Überleben. Ja klar, der hat ja auch nichts gemacht.
Natürlich. City hätte es gleich bleiben lassen können. Das ist schon ein bisschen das, ja, das gemein. Ist gemein. Das kriegt sonst Nubia immer. Team Nubia waren ja, genauesten und Team Motility hat uns gut unterhalten. Pinguin hat sich nur unter der Bettdecke versteckt. Es ist warm und flauschig. So, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch allen natürlich noch einen guten Rutsch und ja, wir sehen uns hoffentlich dieses Jahr wieder, also beziehungsweise nächstes Jahr. Dieses Jahr ist ja gleich vorbei. Sagt nochmal Tschüss. Tschüss. Ciao. Und auch von der Kitty. Tschüss.